Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Florian und Yannick trainieren. Heute stellen wir euch den Myofaszienroller vor. Die Faszienrolle wurde ursprünglich dafür entwickelt, Athleten die Selbstmassage zu ermöglichen. Doch in der letzten Zeit benutzen auch immer mehr Trainer und Sportwissenschaftler die Faszienrolle als funktionelles Trainingsgerät. Während Flo die Übungen nun durchführen wird, werde ich euch diese erklären. Die erste Übung kommt aus dem funktionellen Training mit der Faszienrolle. Sie ist gut für die Bauchmuskulatur und nennt sich umgekehrter Crunch. Starte in Rückenlage und platziere die Faszienrolle knapp oberhalb des Beckenkamms. Stelle die Ferse hüftbreit geöffnet ab und ziehe die Zehenspitzen an. Schultern, Kopf und Arme bleiben locker am Boden liegen. Ziehe beide Knie Richtung Brust, sodass ein 90-Grad-Winkel in den Knien sowie in der Hüfte entsteht. Halte die Spannung im Bauch und lasse die Beine langsam absinken. Die Ferse berührt den Boden nicht. Ziehe die Knie wieder nach oben und wiederhole die Übung 10-mal und dies mit 3 Durchgängen. Es gibt aber nicht nur das funktionelle Training, sondern es gibt auch die Regeneration. Wir zeigen euch jetzt eine Übung aus der Regeneration. Lege dich mit dem Rücken auf die Faszienrolle und stelle die Beine an. Verschränke die Hände hinter dem Kopf, hebe das Gesäß an und schiebe dich mit den Beinen vom Becken bis zu den Schulterblättern über die Rolle. Verweile etwa 15 Sekunden auf möglichen Schmerzpunkten. Das war unsere Vorstellung der Faszienrolle. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr probiert sie auch mal aus. Wir sagen dann bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, Florian und Yannick testen. Dort zeigen wir euch dann das Elastiband. Bis dahin bleibt sportlich und auf Wiedersehen.